Sternenkampf, genau. Nebenbei verliert auch jeder, der vom Blitz getroffen wird, seine Items. Haben wir jetzt ja auch schon mehrfach gesehen. Ist eine tolle Sache, vor allem kann man sich tierisch drüber aufregen. Und, was auch toll ist, sehr beliebt, wenn man eine Map fährt, wo man über irgendwelche Schluchten muss, wie beispielsweise, gutes Beispiel, Pilzschlucht, dann zünden andere Spieler, zumindest im Online-Modus, ganz gerne ihre Blitze dann, wenn ihr gerade über dieser Schlucht seid, weil ihr werdet auch in der Luft von dem Pilz nicht verschont, von dem Blitz nicht verschont. Das heißt, ihr werdet getroffen. Au. Toll. Dieser Gegner, wer immer es war, war groß und hat mich gerade überfahren. Jetzt bin ich blatt. Im wahrsten Sinne. Irgendwann werde ich auch wieder groß, genau. ihr werdet auch in der Luft von dem Blitz nicht verschont. Und das heißt, ihr stürzt dann eben, während ihr in der Luft seid, einfach ab. Wow, eine Wolke. Das kann ich jetzt auch gut erklären. Oh Mann, wenn ich fahren könnte. Wenn ich doch nur fahren könnte. Eine Wolke macht euch schneller. Aber nur für eine begrenzte Zeit. Die Wolke wird immer dunkler und irgendwann passiert das. Genau. Ihr werdet geblitzt und seid klein. Und ja, das kann man übrigens vermeiden, indem man gegen andere Spieler rammt. Also, die Wolke wird dann eben an den nächstbesten weitergegeben, den ihr gerammt habt. Und der muss dann zusehen, wie er damit klarkommt. Der kann sich natürlich auch loswerden, indem er andere rammt oder wieder euch zurückrammt oder wen auch immer. Hauptsache, man wird die blöde Wolke los. Ansonsten tierisch nerviges Item. Oh, ich wurde nicht von dem roten Panzer getroffen, obwohl meine Abwehr mit den drei grünen Panzern eine Lücke hatte. Also, die Lücke kam wohl daher, dass ich nur noch zwei von den drei grünen Panzern hatte, aber egal. Also, im Online-Modus ist mir auch schon mehr als einmal passiert, dass ich mit drei grünen Panzern noch von einem roten Panzer getroffen wurde, während drei grünen Panzer um mich rumschweben, aber, naja. Gut, ich glaube, ich halte mich eigentlich bis jetzt gar nicht so schlecht. Also, ich bin ja schon irgendwie beeindruckt. Also, dafür, dass ich das Spiel überhaupt nicht kann und seit einer Ewigkeit nicht mehr mit Karts gefahren bin, komme ich ja doch ganz gut klar. Also ich bin immer recht vorne dabei. Und meistens, also die meiste Zeit würde ich sagen, bin ich auf dem ersten Platz. Und, oh, Powerblock. Gut, ich habe den Ausweichmove geschafft. Ihr habt's gesehen. Da waren so blaue Kringel um mich rum. Ich bin kurz gesprungen quasi. Und, ich habe mich dann nur gedreht, aber konnte gleich weiterfahren. Und, das ist eben der Ausweichmove. Den solltet ihr können. Nicht so wie ich. Also, ihr sollt ihn besser können wie ich. Wesentlich besser, viel besser. Ihr solltet das bei jedem Mal hinkriegen, wenn ihr ihn braucht. Aber, naja. Ich bin eben da ein schlechtes Vorbild, ich weiß. Aber genau das dürfte vielleicht ja der Reiz sein, mit mir dieses Spiel online zu spielen. Denn, ich bin eine gute Zielscheibe. Ich bin immer irgendwie mittendrin, statt nur dabei. Und, ich gebe wirklich ein gutes Ziel ab. Man kann sich wunderbar über mich lustig machen, weil ich eben nichts kann. Und vielleicht habt ihr ja Spaß dran. Ich werde auf jeden Fall unter dieses Video meinen FC schreiben, also meinen Mario Kart Wii Freundescode, den könnt ihr adden. Und ihr habt dann die Möglichkeit, mich per PN, also YouTube PN, darüber zu informieren. Ich habe deinen Freundescode geaddet, wie wär's, addest du meinen auch? Und dann sage ich, ja klar, kein Thema, ich adde euren Freundescode und dann spielen wir doch mal zusammen bei Gelegenheit. Und ja, wenn alles gut läuft, werde ich auch vorher Termine bekannt geben, an denen ich eben online sein werde, um mit euch zusammen zu fahren. Vielleicht habt ihr auch einfach Glück und erwischt mich mal so unter der Woche irgendwie, so zwischendurch einfach irgendwann, wo ich mal online unterwegs bin. Übrigens, das ist ein Bulletbild, was ich gerade habe. Und Achtung, BAM! Ja, geniales Item. Abhängig davon, wie weit ihr zurückliegt, also wie weit abgeschlagen ihr seid im Vergleich zum Rest des Feldes, hat dieser Bullet Bill eine längere Haltbarkeit, sagen wir mal so. Also, wenn ihr schon euch selbst, während ihr den Bullet Bill noch habt, auf den vierten, dritten, zweiten Platz wieder vorgearbeitet habt, ohne den Bullet Bill zu benutzen, dann macht es auch keinen Sinn mehr, ihn zu benutzen, weil in dem Moment, wo ihr ihn aktiviert, ist er im Prinzip auch schon wieder verbraucht. Wenn ihr allerdings so weit hinten seid, wie ich es eben war, was war ich, 11. Platz oder so, dann ist dieser Bullet Bill relativ effektiv, vor allem, also, ja, er hält dann eben länger an. Vor allem, wenn eben das Feld der Spieler ziemlich weit auseinander liegt. Also sprich, wenn ein paar Leute sehr viel Vorsprung haben, während andere extrem weit zurückhängen und ihr seid eben bei denen selber zurückhängen, dann hält dieser Bullet Bill praktisch ewig. Und so ist es übrigens auch mit den Sternen, die einen Unterverwundbarkeit verleihen. Deren Effekt ist auch, also die Länge deren Effektes ist sehr stark abhängig davon, wo ihr euch befindet. Okay, ich habe den Ausweich mal wieder nicht verpacken, aber egal. So, und jetzt kommen wir mal zum anderen Thema, genau. Stunts. Stunts sind eine tolle Sache und ich demonstriere das jetzt. Achtung. Hui. Ja. Peach hat ihr Röckchen gelüftet. Alles nur für uns, weil Stunts so toll sind. Machen wir mal einen anderen Stunt. Wow. Okay. Jetzt haben wir noch mehr von ihrem tollen Rock gesehen.
tolle Sache. Was für einen Sinn macht so ein Stunt? Ganz einfach. Wenn ihr auf den Boden kommt nach so einem Stunt, dann werdet ihr für einen kurzen Moment beschleunigt. Kann Sinn machen, kann auch keinen Sinn machen. Ihr müsst das immer abwägen, wo ihr lang fahrt. Und ich bin, ehrlich gesagt, also ich habe keinen Plan davon, wie in dem Spiel die Ideallinien aussehen. Aber prinzipiell kann man sagen, wenn ihr eine Rampe habt, über die ihr sowieso fahren müsst, aus welchen Gründen auch immer, weil sie über einen Abgrund geht oder weil ihr abgedrängt wurdet und einfach keine andere Wahl habt, als über die Rampe zu fahren oder sonst irgendwas, dann macht auch einen Stunt, wenn ihr über die Rampe fahrt. Ihr seid zwar dadurch ein bisschen länger in der Luft, was euch Zeit kosten würde, theoretisch, also durch die Stunts springt man eben auch weiter, aber in dem Moment, wo ihr auf den Boden kommt, habt ihr eben diesen Mini-Turbo und der macht das normalerweise wieder gut. Das ist allerdings nicht sinnvoll, deshalb jetzt über jede Rampe drüber zu fahren und nach Möglichkeit einen Stunt nach dem anderen zu machen, weil die Rampen sind teilweise so platziert, dass es euch über... Wow. Ich würde trotzdem noch gefressen, obwohl ich runterfallen bin. Aber ich müsste jetzt groß sein, oder? Juhu, und ich habe einen Mini-Turbo gekriegt. Wow. Die Rampen sind teilweise so platziert, dass es null Sinn macht, über sie zu fahren, weil ihr einfach Zeit verliert bei dem Versuch, überhaupt an die Rampe ranzukommen. Oh, ich habe eine Ausweichung für ihn gekriegt. Jetzt läuft's aber. Okay. Was ist jetzt eigentlich eben gerade passiert? Ich bin dummerweise wegen menschlichen Versagens von der Straße abgekommen und wurde im Sturz geblitzt. Also, sprich, jemand hat einen Blitz aktiviert, es hat mich getroffen, ich wurde klein. Aber wenn ihr irgendwo runterfallt durch den Blitz, dann werdet ihr eben von Lakito wieder auf die Strecke geholt, wie immer, wenn ihr irgendwo runterfallt. Seid aber sofort wieder groß, sozusagen. Also, ihr habt wieder eure normale Größe und könnt dann normal weiterfahren. Ist eigentlich eine gute Sache, vor allem in dem Fall war es jetzt gut, weil ich bin ja sowieso runtergefallen, da war es dann egal. Ihr solltet euch nicht unbedingt in den Tod stürzen, nur weil ihr gerade geblitzt wurdet oder so, weil das, ihr verliert ja auch Zeit, wenn ihr irgendwo runterfallt und dann wieder hochgeholt werden müsst. Aber, naja, in dem Fall, da ich ja sowieso gerade auf dem Weg nach unten war, war das ziemlich optimal, muss ich zugeben. Übrigens, schöne Karte und das ist Cooper Cup, meine ich mal. Aber muss ich nicht alles meinen, ne? Okay. Ich hab's irgendwie geschafft, ich hab eine grottenschlechte Zeit, wie immer, und... bin trotzdem noch 7 Sekunden schneller als meine Gegner. Das ist doch sehr erfreulich. Und ja, dann arbeiten wir uns mal vor zur nächsten Bahn. Wie viele Fehler eigentlich noch in dem Cup hier jetzt? Donkey Kong Schikane müsste jetzt kommen, oder war die schon? Die war schon. Nein! Donkey Kong Schikane ist so eine tolle Bahn. Die macht mir unheimlich Spaß. Also das ist diese Schneebahn, Halfpipe-Dings. Aber das hier ist auch eine schöne Bahn eigentlich, Blätterwald. Das Problem ist nur, dass ich die Bahn nicht besonders gut kann. Ich mag die eigentlich ziemlich, weil ich finde die einfach gut gemacht. Aber das heißt nicht, dass ich sie auch können muss. Diese Tunnel sind übrigens ganz toll. Die sind in der Lage, eine über euch schwebende Wolke zum Beispiel zu vernichten. Sprich, ihr habt versehentlich bei den Items, was heißt versehentlich, einfach weil ihr es nicht beeinflussen könnt, bei den Items eine Wolke gezogen, die schwebt über euch her und will euch schrumpfen. Es sind keine Gegner in der Nähe. Naja, aber dann ist da dieser komische Tunnel und ihr fahrt rein und BÄM, die Wolke ist kaputt. Ja, tolle Sache. Und dieser Tunnel, zumindest dieser eine jedenfalls, weiß ich, schützt euch auch vor Blitzen. Das gilt auch für andere Tunnel, beispielsweise auf der Donkey Kong Schikane ist, glaube ich, auch so einer. Und auf der Rainbow Road ist auch einer und keine Ahnung. Ist ja auch egal. Wir werden noch vieles sehen. Das Let's Play könnte länger dauern. Also ich habe jetzt eigentlich mir kein konkretes Ziel für dieses Let's Play gesetzt, außer eben... ja, ich will alle Cups fahren mit euch will nach Möglichkeit überall wenigstens einen Sternenrang holen, weil, ja, ich bin eben nicht besonders gut, aber für einen Sternenrang reicht's, weil in meinem normalen Profil habe ich eben 2 Sternenränge, also dürfte es irgendwie gehen. Ich habe den Ausweichmove schon wieder hingekriegt, ich krieg langsam Angst. Okay, wenn ich eben überall die Sternenränge habe, werde ich natürlich auch noch zusehen, dass ich die ganze Zeit fahre. Dinger mache, also sprich die ganzen Expertengeister freischalten, so dass ich auch die ganzen anderen Karts und Fahrer freischalten kann. Ja, das sind eben alles sehr viele Sachen, die man in dem Spiel wirklich freischalten kann, indem man eben das Spiel spielt und das Spiel zu beherrschen lernt. Ja, man soll nicht sich beherrschen lernen, sondern man soll lernen, das Spiel zu beherrschen. Oh, lasst mich doch in Ruhe, ihr blöden Wickler. Das war jetzt sowas von doof, dass ich genau an der Stelle von dem blauen Panzer getroffen worden bin, aber egal. Ja, mit einem Bike hätte ich jetzt versucht, beide Pfeile zu kriegen, beide Beschleunigungspfeile, aber mit diesem komischen Kart ist meine Steuerung so... Wow! Das ist doof. Ich wollte den Pilz und bin über eine Banane. Naja. Ja, mit diesem Kart bin ich so unfähig zu steuern, dass klappt eben einfach nicht. Okay, aber die Abfahrt macht Spaß und ja, und
überhaupt. Wie komme ich jetzt eigentlich auf die blöde Idee, hier ein Mario Kart Wii Let's Play zu machen? Ist ja ein doofes Spiel, ne? Das hat ja, ist ja ein Endlosspiel, kann man immer wieder spielen. Das ist ein Rennspiel, man fällt immer nur im Kreis. Erstens, das Spiel macht tierischen Spaß. Zweitens, man kann sich bei dem Spiel tierisch gut aufregen und genau das brauche ich im Moment nochmal. Ich bin einfach in letzter Zeit viel zu ausgeglichen. Deshalb kann ich auch mein Pokémon-Let's Play nicht fortsetzen, weil mein Pokémon-Let's Play ist so mein meine Aggressionsbewältigungstherapie, könnte man sagen. Oh Mist, jetzt hätte ich eigentlich einsammeln können, verdammt. Ja, und was soll ich mit einer Aggressionsbewältigungstherapie, wenn ich gar keine Aggression habe, die es zu bewältigen gilt? Also brauche ich eben Mario Kart Wii, damit ich mal so richtig Aggression tanken kann. Wie sich das gehört. Verdammt, er musste natürlich jetzt weiterlaufen. Aber irgendwie muss ich gerade feststellen, ich bin noch gar nicht so richtig in Fahrt. Also, ich habe noch gar keinen richtigen Anlass, mich aufzuregen, weil irgendwie ist das Spiel so gut zu mir. Ich meine, klar, ich fahre wie der letzte Vollidiot und ich werde andauernd von irgendwelchen gegnerischen Items getroffen. Aber da kann ja das Spiel nichts dafür, dass ich fahre wie ein Idiot und dass ich mich andauernd von irgendwas treffen lasse. Und ich bin ja trotzdem dauernd immer nur Erster. Durchgehend. Also, und das, obwohl ich Kart fahre, was ich gar nicht kann. Und ja, keine Ahnung. Jetzt wurde ich nicht mal vom Pauplock getroffen, weil ich im Sprung war. Es ist toll. Das Spiel mag mich heute. Also, ich bin begeistert. Aber das wird sich alles ändern, spätestens wenn wir 150 Kubik fahren oder wenn wir den Online-Modus fahren. Ja, beim ersten Online-Modus-Treffen wird es wahrscheinlich schon eine Katastrophe geben, denke ich mal. Aber das macht doch alles nichts. Ja, ich freue mich eigentlich schon drauf. Und ich hoffe inständig, dass einige von euch da draußen sich jetzt angesprochen fühlen und sagen, hey, ich habe Mario Kart Wii auch und ja, ich hätte Lust mit dem ein paar Runden zu fahren, auch wenn er scheiße ist, ist ja egal, vielleicht lernt er ja was von mir. Ja, könnte ja sein, dass ich was von euch lerne, ne? Und ja, ich schicke dem jetzt meinen FC und ja, seinen FC hätte ich bei mir und dann machen wir irgendwann mal einen Termin und zocken mal eine Runde oder wir machen keinen Termin und laufen so zufällig mal über den Weg. Und ja, würde mich tierisch freuen und ja... Ihr könnt es dann so sehen, ja, dann komme ich wenigstens mal ein Video vom Nix an, ja, in sein wunderbares Mario Kart Wii Let's Play, sofern ich euch dann auch erkenne, aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Aber ja, würde mich jedenfalls freuen, wenn sich ein paar Leute finden, die mit mir dieses Spiel spielen wollen. Ich weiß, dass die Nintendo Wi-Fi Connection kacke ist, ja, dass Mario Kart ein blödes Spiel ist, das einen die ganze Zeit nur bescheißen will. Aber es macht doch Spaß. Also kommt Leute, gibt's zu. Es macht Spaß. Ja, übrigens Nintendo Wi-Fi Connection, könnte man auch so seine Worte drüber verlieren, ne? Also, es ist ja schön, dass Nintendo überhaupt einen Online-Modus anbietet, auch wenn es für kaum ein Spiel überhaupt einen Online-Modus gibt. Ganz ehrlich, Nintendo müsste da, was ihre Wi-Fi Connection angeht, mal ein bisschen aufarbeiten quasi. Wenn ich mir angucke, wie das bei anderen Systemen so aussieht, sprich bei Sony oder bei Microsoft, sprich PlayStation und Xbox, na, dann schicken wir mal einen roten und sehen, ob es trifft. Ja, wenn ich eben an diese beiden Konkurrenten quasi denke, Wario, was willst du mir sagen? Wow. Okay, ja, dann sehe ich eben, dass die einen 100-mal besseren Online-Modus haben als Nintendo. Also, toll. Ich war kaum wieder Erster und werde schon wieder vom Blauen getroffen. Verdammt. Ja, die haben eben... ich brauche auch einen Standkörper, das finde ich gut. Die haben 1000-mal besseren Online-Modus als Nintendo. Einfach, weil man dort alle Spiele, egal wie anspruchsvoll sie sind, und seien wir mal ehrlich, PlayStation- und Xbox-Spiele sind normalerweise leistungstechnisch gesehen anspruchsvoller als Nintendo-Spiele. Egal wie anspruchsvoll die Spiele dort sind, man kann sie trotzdem flüssig miteinander spielen im Internet und die meisten auch einigermaßen ohne irgendwelche Lags oder dergleichen, also sprich, dass Leute einfach mal verschwinden und woanders wieder auftauchen oder so. Und ja, davon bleiben wir bei Nintendo leider nicht verschont, weil die Nintendo Wi-Fi Connection ist so lahm, dass man eben andauernd irgendwelche Fehler hat. Also man sieht, ja, ich fahre jetzt gerade in diese Kurve und der Gegner hinter mir, der fährt auch in diese Kurve. Oh, der fliegt ja aus der Kurve raus und man denkt, oh, jetzt fällt er in den Abgrund. Und im nächsten Moment ist er schon wieder irgendwo weit vorne auf der Strecke. Das, auf gut Deutsch, hat das System dann nicht so ganz geblickt, dass der eigentlich um die Kurve gefahren ist. Aber, ja, egal. Jedenfalls, schade, dass Nintendo wirklich im Bereich Online-Gaming so hinterherhängt. Aber es ist trotzdem ein schönes Spiel und man kann es auch trotzdem noch gut zusammen spielen. Es spielen auch unheimlich viele Leute. Und ja, wenn ihr es auch spielen wollt, mit mir zusammen oder gegen mich oder wie auch immer, dann tut es. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. So, und jetzt kommen wir zu was anderem. Ja, Stand-Mini-Turbo. Wenn ihr von irgendetwas getroffen wurdet
und eben aufgrund dessen stehen bleibt, dann könnt ihr die Bremse und das Gas gleichzeitig gedrückt halten und dadurch einen Standturbo aufladen, wodurch ihr einen schnelleren Start habt, was vorteilhaft ist bei Fahrzeugen, die eine schlechte Beschleunigung haben. Was ich jetzt zum Schluss allerdings merken musste, Peach hat eine ziemlich gute Beschleunigung und es wäre gar nicht nötig gewesen, diesen Standturbo zu benutzen. Aber okay, ich fahre normalerweise auch nicht mit Peach, sondern mit einem etwas schwereren Charakter, der eben eine schlechtere Beschleunigung hat und naja, bin es daher gewohnt, diesen Standturbo immer zu benutzen, aber egal, ich will ja, dass ihr was von dem Spiel seht, also zeige ich euch auch ein paar Charaktere. Macht irgendwie Sinn. Und wir haben schon wieder einen Cup gewonnen. Ich bin mal gespannt, wie viele Sterne es diesmal sind. Na? 2 Sterne. Das ist doch ganz ordentlich. Also, für nicht gekonnt ist das gut. Oh, und ich habe den Spezialcup freigespielt. Wuppidu. Sonst noch was? Ja, ich habe König Buhu freigespielt. Das ist aber toll. Also, wir haben einen neuen Fahrer. Und an der Stelle sehen wir, oh, es gibt wirklich einiges hier freizuspielen. Ja. Und weil König Buhu jetzt unser neuer Fahrer ist, würde ich sagen, geben wir ihm mal die Ehre, mich zu verkörpern oder so. Ja, also wir fahren als König Buhu. Wir benutzen nochmal dieses Maxi-Kart, glaube ich. Das ist nicht zu gutem Tempo. Im Gewicht ist es ziemlich gut. Beschleunigung ist mittelmäßig. Ja, das passt schon, passt schon. Und jetzt kommen wir zum absoluten Liebes-Hass-Cup. Die ersten 3 Bahnen in diesem Cup sind super. Ich spiele jede davon unheimlich gerne. Und ich spiele sie auch immer wieder gerne, obwohl ich, wie gesagt, nicht allzu gut darin bin. Aber dann kommt die 4. Bahn und ich kann sie nicht mehr sehen. Also verzeiht es mir, es tut jetzt wahrscheinlich einigen Leuten da draußen, die das Spiel spielen, der Seele weh. Oh, wie kann man nur Regenbogenraserei nicht mögen? Quatsch, Regenbogenboulevard, verdammt, jetzt fange ich an mit Regenbogenraserei. Ja, hab gerade meine Super Mario 64 Let's Play Videos hochgeladen. Deshalb Regenbogenraserei, aber egal. Wie kann man den Regenbogenboulevard nicht mögen? Der ist doch so toll. Ganz einfach, ich mag die Bahn deshalb nicht, weil online nichts anderes gespielt wird, habe ich den Eindruck. Also, wenn ich mal so einmal im Jahr online unterwegs bin, um mich mit ein paar Leuten zu messen, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ich lande in einem Raum mit lauter Pro-Gamern, die mich total abziehen und die mich zum Weinen bringen. Ja. Und dann habe ich Pippi im Auge und überhaupt, ja. Oder ich lande eben in einem Raum mit 100 Millionen Noobs oder so. Und irgendwie ist das so Regenbogenboulevard, Luigi-Piste und Pilzschlucht. Sind so die beliebtesten Bahnen unter Noobs, habe ich so den Eindruck. Also Leute, die das Spiel überhaupt nicht kennen, möchten unbedingt diese Kurse fahren. Und das Tolle ist, also wenn die sowas wählen, Regenbogenboulevard oder Pilzschlucht, die werden auch auf jeden Fall ausgewählt, die Kurse, ne? Also es ist ja nicht so, als könnte jemand sagen, ja, wir fahren jetzt den Kurs und damit müsst ihr leben, sondern nee, das wird ausgelost. Jeder schlägt einen Kurs vor, den er möchte, oder er sagt eben, ja, ich lasse es zufallsgeneriert machen, welchen Kurs ich wähle. Also wähle ich praktisch überhaupt nichts, sozusagen. Und dann beginnt eben ein Zufallsgenerator auszuwählen, was jetzt davon eigentlich gespielt werden soll. Und, dieser Zufallsgenerator hat die Eigenschaft, immer, ausnahmslos, naja, fast ausnahmslos, auf Regenbogenboulevard zu stoppen, wenn Regenboulevard in den verfügbaren Auswahlmöglichkeiten dabei ist. Und ich verstehe nicht, wie das passieren kann. Es macht mich wahnsinnig. Und das gleiche gilt eben für Pilzschlucht. Also, wenn diese Bahn dabei ist, und das ist eben verdammt oft der Fall, dann wird sie auch ausgewählt automatisch. Ohne dass man etwas dagegen machen könnte. Und so ist auch bei meinem Standardprofil angeblich mein Lieblingskurs laut Statistik Regenbogenboulevard, weil den fahre ich am meisten. Haha, ja, weil wenn ich online fahre, kommt der mindestens 2 Mal am Tag. Also, wenn ich 10 Rennen fahre, dann ist mindestens 2 Mal davon Regenbogenboulevard oder so. Zumindest bisher. Hoffentlich ändert sich das in Zukunft. ja, und das macht mich wahnsinnig, das gefällt mir überhaupt nicht und ja, ich könnte die Wand hochgehen deshalb und tu es aber nicht. Ja, der Sprung war schon besser. Nicht gut, aber besser. Wow. Und das war schlecht. Pilz, ja, das war gut. Und Pilz. Und Kurve. Ja, hey, ich mach das richtig gut, oder? Also man könnte fast meinen, ich hätte Ahnung davon, dass ich hier 3 habe. Es ist übrigens sinnvoll, immer ein Abwehr-Item an sich dranhängen zu lassen. Deshalb habe ich jetzt von den 3 Bananen, die ich hatte, nur 2 geworfen. Also 2 nach hinten abgelegt. Man kann sie auch nach vorne werfen, aber es macht ja keinen Sinn, wenn jemand vor mir ist. Eben aus Sicherheitsgründen habe ich eine Banane hinter mir gehalten.
damit ich irgendeinen roten oder grünen Panzer abwehren könnte, der von hinten kommt. Und ja, tolle Zeit übrigens. Also, ich war immerhin 7 Sekunden schneller als meine Gegner. Das ist okay. Also, ich meine, ich fahre hier 50 Kubik. Ich fahre mit dem Kart, was ich nicht kann. Ich kann das Spiel sowieso nicht. Die Zeit war okay. Man könnte diesen Kurs mühelos unter 3 Minuten schaffen. Und wenn man richtig wahnsinnig ist, schafft man es vielleicht sogar unter 2 Minuten. Ich weiß es nicht. Da muss man aber auch schon bestialisch gut sein, glaube ich. Und eine bestialisch gute Abkürzung kennen. Aber, ich schaffe das auf jeden Fall nicht. Unter 3 Minuten schaffe ich mit Sicherheit problemlos, wenn ich mit dem Bowser-Bike unterwegs bin. Aber unter 2 Minuten, nee. Also unmöglich für mich. Werd ich niemals schaffen. Ich weiß auch nicht, wie so die Rekorde so aussehen, was momentan so als Höchstleistung auf dem Kurs gilt. Aber es ist mir auch relativ egal. Wenn ich Zeitfahren mache, dann mache ich das nur, um mich irgendwie zu verbessern, sprich die Kurse besser kennenzulernen und meine eigenen Fähigkeiten eben zu verbessern, so dass ich vielleicht mal in zukünftigen Rennen ein bisschen besser abschneide. Ideallinien finde, so beispielsweise sollte man hier, wo ich gerade langfahre, nicht unbedingt langfahren auf dem Kurs. Aber ist ja egal, weil ich bin eh unfähig, also kann ich mir das leisten. Ansonsten Zeitfahren, ja, zum Vergnügen im Prinzip, hauptsächlich. Ich habe auch keine wirklich gute Zeit, nirgends, egal auf welchem Kurs. Was da eben daran liegt, dass es eben nur zu Spaß macht. Na, so komme ich niemals von der Stelle. Komm schon, das war jetzt echt unfair. Aber das ist genau das, wovon ich rede. Genau, wenn euch ein Item trifft, oder falsch, wenn mich ein Item trifft in diesem Spiel, dann kommen auch noch 5 Stück hinterher oder so. Also, ihr habt es ja gesehen, ich wurde erst hat mich dieser rote Panzer angegriffen, hat mich aber verfehlt, weil ich eine Bananenschale hatte oder so, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe. Dann kam aber, bin ich aber stattdessen irgendwie in ein Auto reingerutscht, versehentlich. Und, dann, na, würdest du mal aufhören, mich zu rammen, du Penner? Gut, Ruhe ist. Ja, bin in ein Auto reingefahren, dann kam ein roter Panzer, so wie jetzt zum Beispiel. Gut. Ja, ja, wunderbar, egal. Und dann kam noch ein Powerblock. Ich habe das Auto nicht kommen sehen. Ich habe einfach wirklich das Auto nicht kommen sehen. Verdammt. Ich brauche ein bisschen irgendwas, was mir weiter vorne, nach vorne hilft. Und wie ihr seht, ich bekomme im Moment auch keine Items. Also das ist bei mir eigentlich schon fast Standard. Wenn es bei mir schlecht läuft, dann läuft es wenigstens richtig schlecht. Dann bekomme ich keine Items und keine Chance nach vorne zu kommen, weil dann so ein Scheiß passiert. Genau. Kein Item, immer noch kein Item und noch weniger ein Item. Oder noch mehr kein Item, wie auch immer. Vielleicht habe ich ja jetzt hier Glück. Ja, gut. Und ich bin Zweiter. Also könnte ich noch irgendwie nach vorne kommen. Tschüss. Lass mich bloß in Ruhe, Luigi. Was die Fahrer angeht, ich weiß nicht, ob es da irgendwie große Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Fahrern. Ich glaube, vom Fahrverhalten sind sie alle gleich, mal abgesehen eben, die Steuerung ist eben eher abhängig von den Karts, hätte ich gesagt, also von den Fahrzeugen, in denen ihr drin sitzt. Ob es jetzt ein Kart ist oder ein Bike, es gibt ja unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten bei beiden Sorten von Fahrzeug und, eure Steuerung dürfte stark davon abhängig sein, nicht von eurem Fahrer. Allerdings, euer Gewicht ist sehr stark vom Fahrer abhängig. So ist zum Beispiel Baby Peach, die gerade auf dem 11. Platz ist, wesentlich leichter als Bowser. Was irgendwie auch nachvollziehbar ist, weil wenn Baby Peach so schwer wäre wie Bowser, müsste sie ziemlich fett sein. Aber okay. Fettes Baby. Warum nicht? Soll es auch geben. Egal. Euer Gewicht ist natürlich ausschlaggebend für andere Werte, die ihr habt. Also sprich Beschleunigung. Hohes Gewicht gleich niedriger Beschleunigung oder so. Dafür habt ihr aber normalerweise, wenn ihr ein hohes Gewicht habt, auch eine höhere Endgeschwindigkeit. Ist natürlich jetzt die Frage, was ist mir wichtiger? Will ich einen Fahrer haben, der eine gute Beschleunigung hat, was wichtig ist, wenn ich andauernd irgendwo dagegen fahre oder andauernd von Items getroffen werde, so wie das bei mir der Fall ist. Weil dann komme ich ja schnell von der Stelle wieder, wenn ich mal getroffen werde oder so. Oder will ich lieber einen Fahrer haben, der eine gute Höchstgeschwindigkeit hat, weil ich werde eh von nichts getroffen und wenn ich doch von was getroffen werde, dann nur, weil ich es nicht vermeiden konnte. Also fahre ich lieber jemanden mit schlechter Beschleunigung, der aber dafür eine gute Höchstgeschwindigkeit hat und werde damit glücklich. Genau, ist natürlich auch eine Möglichkeit. In meinem Fall ist es wirklich so, ich fahre lieber mit einem Schwergewicht, das eben eine
weniger gute Beschleunigung hat, aber dafür eben... Oh, der rote Panzer passt mir jetzt gar nicht. Au, und der trifft mich sogar, weil er von der Seite kam, während meine Banane eben am Heck hängt. Wow. Ich fahre lieber mit dem Schwergewicht, wie gesagt, mit schlechter Beschleunigung, weil ich sage mir einfach, Beschleunigung kann ich prinzipiell drauf verzichten, wenn ich ordentlich fahre, dann ist es egal, wie langsam meine Beschleunigung ist, weil ich einfach nicht gestoppt werde. Haha, clever. Und dafür habe ich eben eine hohe Endgeschwindigkeit. Außerdem weiß ich ja, wie man den Standturbo macht, und das war jetzt mal echt unfair. Ich habe eigentlich gedacht, wenn ich über den Beschleunigungspfeil komme, dann werde ich beschleunigt. Aber nein. Okay, ja, ich weiß also, wenn ich von irgendwas getroffen werde, dann kann ich einen Standturbo machen, weil ich weiß, wie es geht. Und wenn ich irgendwo runterfalle, so wie gerade eben, dann kann ich eben auch auf einen Standturbo spekulieren, den man mit dem richtigen Timing direkt aktivieren kann, wenn man auf den Boden kommt. Und eben gucken, dass ich irgendwie besser fahre als die anderen, und dann tut es das auch. Und normalerweise klappt das auch. Also Schwergewicht hin oder her, Beschleunigung ist schlecht, aber man kann es trotzdem fahren. Und das hier kann ich übrigens überhaupt nicht. Aber okay. Mist. Ich habe den Standturbo nicht hingekriegt. Und der hat eine Wolke, von dem halte ich mich mal lieber fern. Schön, dass er mich nicht gerammt hat. Okay, er hat keine Wolken mehr. Und da war eine Bombe. Schön. Habe ich auch noch nicht erklärt, was Bomben können. Aber man kann sich denken, ne? Also Bomben explodieren eben. Was Bomben so an sich haben. Der Blitz kam ja jetzt wie gerufen, ne? Und der blaue Panzer, natürlich! Ich bin doch in dieser Sekunde erst Erster geworden. Und schon kommt der erste blaue Panzer und trifft mich. Weil der blaue Panzer geht ja immer auf den Ersten. Hm? Ist klar, also... In dem Moment, wo ich Erster bin, muss einer kommen. Aber wirklich in der Sekunde, wo ich es auf den ersten Platz geschafft habe, das ist ein Witz. Das Spiel hasst mich. Und ich hasse dieses Spiel, genau. Oh, da kommt schon der Nächste! Es ist noch keine 20 Sekunden her, dass ich gerade einen abgekriegt habe. Das ist aber toll, Leute. Wie wär's? Da ich ja immer auf dem ersten Platz bin, könntet ihr eigentlich nur noch blaue Panzer kriegen und dann könntet ihr mich durchgehend abschießen. Finde ich toll. Also, bin ich absolut dafür. So, Standturbo, genau. Standturbo, wenn man von irgendwo wieder auf die Bahn aufgesetzt wird. Nakito holt euch mit seiner Angel aus dem Lavabecken oder aus dem Wasser oder aus dem Abgrund. Stellt euch auf die Bahn. Und in dem Moment, in dem eure Reifen den Boden berühren quasi, müsst ihr auf das Gas treten. Und dann bekommt ihr sofort einen Turbo und braucht eben nicht normal anzufahren, sondern fahrt mit Beschleunigung an. Und das ist eine tolle Sache, weil Beschleunigung ist toll. Jetzt bin ich völlig konfus. Also, mit einem Turbo anzufahren ist auf jeden Fall besser, wie ohne Turbo anzufahren. Ich denke, da sind wir uns einig. Und ja, irgendwann lerne ich es vielleicht auch nochmal mit Karts zu fahren, aber ich tendiere dazu, dass das heute nicht mehr der Fall sein wird. Oh, da kommt schon der mindestens dritte blaue Panzer für diese Bahn. Aber der erste für diese Runde, wow. Ja, ich glaube, in der ersten Runde war ich auch so gut wie gar nicht Erster, also wäre es unlogisch gewesen, dass da ein blauer Panzer kommt, weil der hätte mich ja nicht treffen können, ich war ja nicht Erster. Also warum sollte jemand einen blauen Panzer schießen? Macht so viel Sinn. Ja, diese Computergegner cheaten sich alles so zurecht, wie sie es brauchen. Tolle Sache. Übrigens, man kann nach hinten gucken. Nur um es mal gerade erwähnt zu haben. Ja, wenn ihr auf dem Nunchuk, wenn ihr mit Remote einen Nunchuk spielt, auf C drückt, dann seht ihr eben, wer hinter euch so rumgurkt oder welche Items hinter euch rumfliegen. Das Schlechte daran ist nur, dass ihr nicht seht, was vor euch ist. Also solltet ihr das lieber nur machen, wenn ihr davon ausgeht, dass ihr die Lage unter Kontrolle habt. Und da haben wir den wunderschönen, fasten Regenbogen-Boulevard. So, und wenn ihr diese Strecke seht, dann werdet ihr auch relativ schnell begreifen, warum Pilze hier keinen Sinn machen. Und, oh Gott, diese Karte mit dem Kart zu fahren, ist keine gute Idee. Also, ich kann die Bahn sowieso schon nicht. Egal mit welchem Fahrzeug. Aber mit dem Kart, das ein völlig anderes Kurvenverhalten hat, als ein Bike, vor allem als das Bowser-Bike, dürfte es nahezu unmöglich sein, hier unbeschadet durchzukommen. Also, wow, ihr seht ja schon, es ist sehr weitgehend hier kein Geländer vorhanden. Das heißt, ich muss auf gut Glück irgendwie hoffen, dass ich die Kurven kriege. Und das fällt mir schwer. Übrigens, in diese Löcher sollte man nicht reinfahren. Deshalb machen wir lieber einen Stunt. Oh, und ich muss feststellen, dass ich so langsam bin, dass dieser Stunt ein Witz ist. Aber okay. Oh! Okay, ich habe mich eigentlich schon im Abgrund gesehen. Ja, Problem am Abgrund ist natürlich, es dauert ewig, bis ihr runterfallt und von Lakito wieder eingesammelt werdet. Und dann wieder auf die Bahn aufgesetzt werdet. Das heißt, ihr verliert endlos Zeit dabei. Und das sollte man vermeiden. Ja, macht Sinn. So, hier benutze ich jetzt keine Beschleunigungsstreifen, weil ich weiß, dass ich dieses Kart nicht unter Kontrolle habe.
Ja, weil, ja, das wäre auf jeden Fall der direkte Weg nach unten gewesen, sagen wir es mal so. Okay, mal sehen, ob ich diese Kurve kriege. Ja, das sieht gut aus. Wow. Man könnte fast meinen, dass ich das beherrsche, aber eigentlich nicht. Okay. Was ist eigentlich hinter mir so? Ja, nichts im Moment, weil ich kann leider nichts viel sehen. Oh, das ist aber schön. Da kommt ja wie gerufen. Ja, hätte ich es ein paar Zentimeter weiter geschafft, dann... Wow. Hätte ich noch einen Sprung hingekriegt. Und wären vielleicht ausgewichen. Aber egal. Ist übrigens toll, dass dieser Computergegner direkt hinter mir ist. Weil, also... Wow. Genau. Direkt in meiner Nähe ist, weil, ich war eigentlich der Meinung, dass ich bis hierher, also bis zu diesem blauen Panzer, gut gefahren wäre auf der Bahn und ein bisschen Vorsprung von meinen Gegnern hätte. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Also, naja, muss ich eben gucken, dass ich irgendwie noch besser fahre. Keine Ahnung, wie ich das machen soll, aber naja, gut. Ich könnte versuchen, die Kurven enger zu nehmen. Das Problem ist nur, dass ich das mit dem Kart überhaupt nicht kann. Also auf der Bahn ist es schon mit dem Bowser-Bike verdammt schwer irgendwie sinnvoll, die Kurven zu nehmen, finde ich. Aber ein Kart, das automatisch nach außen wegdriftet, wenn man eben den Driftmodus aktiviert, oder heißt es wohl Driftmodus, dürfte es nahezu unmöglich sein. Gut, es ist nichts passiert. Also ich habe jetzt irgendwie befürchtet, dass ich entweder den Ausweichen hinkriege, was nicht der Fall war, und dadurch in den Abgrund rutsche, weil man ja für einen Moment die Kontrolle verliert, oder eben, dass ich den Ausweichmove nicht hinkriege, und auf den Pfeil, also den Beschleunigungspfeil drauffalle und dann sofort in den Abgrund beschleunigt werde. Aber es ist beides nicht passiert. Das ist erstaunlich, oder? Okay. Kurve und rum und bam, Turbo. Und da kommt schon wieder ein blauer Panzer. Ist das nicht schön? Ich habe ihn vermisst. Also... ja, ich sag's jetzt einfach an der Stelle. Komm, ist egal. Ich weiß, ich habe nur eine Handvoll Abonnenten, die mich aufgrund meiner Let's Plays abonniert haben. Ich finde euch alle super. Das darf ruhig an der Stelle gesagt sein. Hab jetzt so eine ehrenvolle Aufgabe an euch zu verteilen oder so. Vielleicht findet sich ja der eine oder andere, würde ja eigentlich schon reichen, wenn sich einer findet, der diese Aufgabe gerne übernehmen möchte. Und zwar wäre es cool, wenn jemand mal so eine Statistik machen würde, welche Items mich normalerweise so treffen. Also, keine Ahnung, einfach mal mitzählen, wie viele Rennen bin ich gefahren, also wie viele Kurse. Von welchen Items wurde ich getroffen, wie oft wurde ich von diesen Items getroffen und so weiter. Und dann wäre es vielleicht auch ganz interessant, später mal, wenn ich online mit euch fahre, mal zu überprüfen, welche Kurse denn am häufigsten gewählt werden und wie oft ein Kurs, den ich will, gewählt wird, weil das kommt normalerweise nicht vor, also nahezu nicht. Wenn ich in einem Raum mit 3 Leuten bin, dann dauert es mindestens 4 oder 5 Runden, bis endlich mal mein Kurs gewählt wurde. Also, naja. Oh, jetzt habe ich vergessen, auf die Zeit zu achten. Verdammt, ich war viel schneller als die anderen. Aber egal, das kann ich ja in meinem Video nachgucken. Und was ich auf jeden Fall nachgucke, unabhängig davon, ob jemand von euch freiwillig eine Statistik für mich machen will oder nicht, ich werde auf jeden Fall nachgucken, wie viel blaue Panzer ich heute abbekommen habe in diesen 4 Cups, die ich gefahren habe. Denn ich glaube, ich habe mehr blaue Panzer abgekriegt, als ich Bahnen gefahren bin. Ich bin immerhin jetzt 16 Bahnen gefahren innerhalb von einer Stunde. Das ist übrigens gar nicht schlecht, finde ich. 16 Bahnen gefahren. Und ich würde darauf bitten, dass ich mehr als 16 blaue Panzer abbekommen habe. Was eigentlich dafür spricht, dass ich gut fahre. Weil ihr könnt ja einen blauen Panzer nur abkriegen, wenn ihr auf dem ersten Platz seid. Ne? Aber egal, ist trotzdem ärgerlich. Aber ich wurde bisher weitgehend verschont, weil ich habe schon wesentlich Schlimmeres erlebt. Genau. Zum Beispiel, ich werde vom roten Panzer getroffen, ich werde vom Powerblock getroffen, ich werde vom blauen Panzer getroffen, ich werde vom roten Panzer getroffen, ich werde vom Stern getroffen und dann darf ich wieder weiterfahren. Also, solche Sachen sind in Mario Kart nicht unmöglich und mir passieren sie scheinbar ganz gerne mal, aber egal. Wir sehen, ich habe 2 Sterne und jetzt wollen wir doch mal sehen, ob das Spiel mich noch irgendwie belohnen möchte. Ja, und zwar habe ich Baby Daisy freigespielt. Habe ich überhaupt schon Daisy? Wer weiß. Aber dann wissen wir ja, mit wem wir das nächste Mal fahren müssen. An der Stelle mache ich jetzt erstmal einen Cut, aber ich glaube, ich spiele wirklich noch eine Runde weiter, weil es macht irgendwie gerade Spaß. Oh, und ich habe ein neues Kart freigespielt, ein schweres Kart, den Pisten Piranha. Ja. Na dann, macht's gut, bis gleich.